Sendung. Wer sind Sie? Das ist ja gerne noch zum Fahrzeug dazu, von der Montur her gesehen. Das ist richtig, ja. Das ist ja lustig. Können Sie ein bisschen was erzählen? Ja, das ist ein 1944er Willys Jeep, so wie ihn die Amerikaner hier bei der Befreiung Münchens gehabt haben. Alles original, jahrelange Arbeit zusammengesucht und dann das Fahrzeug entsprechend ausgestattet. Das heißt, es war dann eigentlich schon ein bisschen Flottfahrzeug und Sie haben es hergerichtet? 70 Löcher geschweißt, neue Böden im im Fahrerbereich eingesetzt, da waren die Bleche komplett durchgerostet und ja, war schon einiges an Restaurationsarbeit dran. Und hat man da öfters Reparaturen, wenn man 1000 Kilometer fährt, dass man wieder reparieren muss? Und dann nein, also eigentlich nur die normalen Verschleißgeschichten. Aha. Ansonsten, wenn man alles macht, die Wartungen berücksichtigt, sauber abschmiert, wer schmiert, der gut fährt. Das ist ganz, ganz wichtig, Ölwechsel machen. Moment, wir reden ja nicht von Politik, wir reden jetzt von einem Fahrzeug. Das ist richtig, ja. Okay. Und das ist hier noch ein Feuerlöscher zum Aufpumpen, was ist das? Ja, richtig. Und das heißt, man muss bei dem Feuerlöscher dann pumpen, damit was rauskommt? Genau, man druckt dann das ganze Löschmittel dann quasi raus. Aha. Ja, dann vielen Dank. Bitte, gerne. Verkaufst du schon in Schweizer Bissel, Irland und England auch schon? Hektoliter. Nein, Liter. Das sind Liter. Ja, ist natürlich. Nein, ist ja. Ich hab's ja die Flaschen im Fassel halt. Tu die praktisch. Welche Fassgröße? Da haben wir 5er, 10er, 10er, 15er und 30er. Und wer sind Sie?
bin der Herr Schott. Und Sie haben da, betreiben da die Fahrzeuge und haben sogar Bier und irgendwelche Spezialschweine, was ist ja, das? Ja genau, die Kräuterschweinezüchte. Ich habe im Jahr noch angefangen mit den Kräuterschweine. Ich ziehe die Kräuter von der Schweiz raus, lasse die trocknen und schreddern und die Schweine kriegen ein Massfutter nicht mehr. Nur noch ein bisschen Maisschrot oder Weizenschrot und ein bisschen Eiweiß kriegen sie noch dazu und nur die Kräuter. Und das Tierwohl von der Schweiz wird eingehalten. Und das möchte ich jetzt dann auch vermarkten bei uns da. Kann man da einen Schweinsbraten mal essen? Ja, da gibt es den Hofladen Feicht in Niederviehbach. Das ist ein Klosterhof, da habe ich einen Stall gemietet und dann habe ich in Aachen einen, da haben wir 400 Schweine drin, einen ganzen Mastbetrieb, der stellt um auf Kräuterschweine, auf Tierwohl und somit werden wir jetzt loslegen. Ab Juni haben wir die Schweine zur Verfügung. Ist ja bloß ein eigenes Bier, haben sie auch noch? Eigenes Bier habe ich auch noch, ja. Aber wie können Sie das selber brauen? Da müssen Sie eine große... Ja, mit Hilfe eines alten Braumeisters, mit Unterstützung von alten Braumeister haben wir das noch ein bisschen verfeinert. Ich habe das zu Hause zuerst in der Garage gemacht und dann ist das so viel geworden, dass ich eine Brauerei gebraucht habe und dann haben wir das über die Brauerei mit dem Vertrag gemacht. Und dann kam der Zoll und hat nach Frank natürlich dann Gebühren fürs Brauen, oder? Ja, ja. Ja, das macht alles die Brauerei. Ich kaufe dann das vom Gärkeller oder vom Lagerkeller ab und dann sind die Kosten schon alle weg. Und Ihr Fahrzeug kann man auch mieten für Veranstaltungen? Genau, das ist das erste bayerische Bierlöschfahrzeug. Das kann man mieten. Mit Bierausschank, mit Fässer, mit Kaffeeautomaten und Prosecco auch. Prosecco biete ich auch noch an von Weinbauern in Italien. Jage ich auch durch, einen Durchlaufkühler durch. Ja, das klingt über, das werden wir dann noch einblenden. Vielleicht können wir mal vorbeigehen, mal, wenn Sie unterwegs sind. Ja, genau, das war gut. Danke, danke. Meine Frau mal eifersüchtig machen, dass ich also wie andere Leute mein Auto lieben. Ja. Super. Ja, dann kann ich Sie jetzt vor der Kamera fragen. Sie sind der Eigentümer hier. Ja. Und wir haben gerade festgestellt, der Plattenspiel ist scheinbar echt. Jetzt tun Sie trotzdem nochmal daneben, weil es ja keiner glaubt. Das ist ja der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Und den haben Sie selber gemacht, den Plattenspiel? Ja. Selbst gebaut, klar. Nee, das muss ich erst noch richtig reparieren lassen. Und wer ist der Eigentümer?
Ich bin der Eigentümer. Wie alt ist die Kiste? 35 Jahre. Aha, aber Sie fahren sehr wenig, weil der Motorraum so sauber ausschaut. Ja, den habe ich geputzt und auch der Motor ist nicht mehr original. Genau, alles quasi ein bisschen überholt und erneuert. Fahren Sie öfters rum damit? Eher selten, aber am Wochenende gern, ja. Okay, vielen Dank. Danke auch.
So, die Polizei war schon da. Ich bin der Letzte und muss jetzt dringend wegfahren.